Alter, das hört sich teilweise so an, wie würde es irgendwelche Bohrungen geben, aber das ist im Spiel drinnen. Das ist irgendwie komisch an. Na gut. Ja, also es gibt immer gar nichts. Also in dem Fall entweder die Nebenquests könnten uns vielleicht zu der Mission führen. Was nennen wir dann noch so? Gibt es da so also mehrere Orte, wo wir da jetzt fahren könnten, oder was? Oder nee? Gell? Nee, 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 nee. Passt. Oder da gibt es noch viel größere Stadt. Oder war das die? Nein. Da? Nee. Da war. Fix. Da war mal wieder. Bist du Depp, oder? Da gibt's ja noch viel größere Stadt. Leck mich fett. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, Herr. Ah ja, Buckelsumpf. Genau, das könnten wir als nächstes erledigen. Ja, wenn wir da halt natürlich keine Spur haben, ist natürlich Besuche Triss in ihrem Haus. Ah, da brauchen wir ein paar Level noch dazu. So. Na gut. Leon, ich würde sagen, let's go. Wie weit haben wir es da überhaupt? Also zeigt mir jetzt gar nicht an, wie viele Schritte. Interessant. Hast du Angst davor oder was? Dass man die Schritte da anzeigt, weil es so weit sein könnte. Das Pferdl ist gut, gell? Es hört sofort. Alter, ist der jetzt schon wieder aus dem Dings rausgekommen? Jetzt wird es aber schon langsam sehr verdächtig. Jetzt wird es aber schon langsam jedes Mal sehr verdächtig. Kommt jedes Mal aus dem Haus, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Fuck deine Mami. Ist besser. Alter, wieso kann ich plötzlich kein Turbo eingeben? Also du spielst denn noch ein bisschen mit Bugs versehen, das ist definitiv. Oder Spaß normalerweise? Okay. Mhm. Das ist jetzt. Was ist mit dem jetzt? Brauche ich ein neues Pferd oder was? So, jetzt gehen wir nochmal auf. Komm schon! Okay. Und ich glaube, vielleicht sollte man das Spiel vielleicht auch mal wieder von neu starten. Jedenfalls, das ist komisch jetzt. Jetzt gehe ich einfach ein Stück zu Fuß und dann rufe ich das Dreckspferd nochmal, weil das ist ein bisschen richtig behindert jetzt. Passt. Vielleicht kommt er jetzt, vielleicht ist er jetzt normal. Komm schon, Plätze. Normal. Das behindert ist jetzt, wir können nicht einmal davon reiten. Falls irgendwie was wäre. Aber ich würde mal sagen, scheiß drauf und schauen wir, dass wir da zum Buckelsumpf da mal hinkommen. Weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt da ist. Etc. Aber es ist schon mal. Es wird sich hier. Oh, warte. Hitler ist eh gut. Ah, es schaut mehr nach links, das Punkt da. Ja, dann dauert es hier noch. Das kann ja auch vielleicht noch eine Ewigkeit dauern. Aber plötzlich die Punkte, plötzlich keine. Ja, die schnelle Reise hat sich richtig auszahlt für uns, gell? Ja, Hauptsache mit ihm. Ich glaube, mit ihm sind wir sogar vielleicht sogar schneller. Ja, nicht unbedingt behaupten, aber. Ja, da sparen wir sich wenigstens. Da kommen wir jetzt. Na? Na? Okay. soll ich jetzt umherhupfen? Oder? Ja, ich soll umherhupfen. Okay. Wie kann ich denn das nutzen? Steuer übernehmen. Alles klar. Schneller segeln, halten. Oh, da nützt man das wenigstens mal zum ersten Mal. Da bist du narrisch. Okay, ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Oh mein Gott. Ja, immerhin, ja. Wir sind definitiv schneller als wir mit dem Pferd. Das muss man schon sagen.
da tun, nehmen wir doch lieber rechts. Nehmen wir das doch lieber rechts, das Weg an. Wenn wir da überhaupt noch weiterfahren können, aber schaut eh so aus. Ja, das schaut eh gut aus. Passt, perfekt. Oh, Schaden. Okay, auch interessant, dass es kaputt gehen kann. Ist auch in Ordnung. Okay, ja. Oh, das hat sich ein bisschen so komisch erklärt. Ja. Also, wir kommen eh schon. Wir können dann eh schon wieder nicht mehr weiterfahren. Ja, vielleicht ist es eine Sticker, wenn wir so schnell genug sind. Dass es das ausgeht. Na. Okay, dann mag ich wieder hitten. Ja, dann steigt man da aus, hätte ich gesagt. Aber nette Geräusche hier. Das muss man schon lassen. Nette Geräusche. Dass da eigentlich da keiner da drin haust oder so. Oder dass man da wenigstens Sachen hört. Soll ich es wieder mit dem Pferd da probieren? Soll ich es wieder mit dem Pferd da probieren? Probieren wir es noch einmal mit dem Pferd dann. Vielleicht. Vielleicht gibt es ja jetzt ein Tempo. Vielleicht auch nicht, aber. Mal probieren. Ah. Schade. Wirklich schade. Tut mir gerade ein bisschen so weh. Weil. Gerade sowas und dann noch Game of the Year Edition, wo es normalerweise eigentlich hier schon jeder Bug aufgehoben sein sollte, weißt du? Tut ein bisschen weh. Kann auch ein bisschen das Spielgefühl ein bisschen zerstören. Aber ich würde mal sagen, let's go. Okay, wieso habe ich das Gefühl, dass ich das vielleicht bewegen könnte? Also, ist nur so ein Gedanke. Könnte. Aber schaut gut aus. Oh ja, wirklich Zucker. Was ist denn da los? Okay, let's go. Also ich glaube, wir müssen einfach nur nach was Süßen suchen. Oh mein Gott. Ah, müssen wir da nehmen? Okay, dann... Das will ich auch nicht annehmen, das auch nicht. Ah, okay. Dann gehen wir einfach so entlang. Okay. Das ist aber... Was ist denn das? Das ist trotzdem Zucker, gell? So ein, ja. Irgendwas Lebkuchen etc. Ja, definitiv. Dann schaut euch das an. Alter. Ja, ich glaube, das ist hier schon ein Hitten. Gehen wir mal... Nein, mal die linke Hitten da. Aber hat schon mal einen guten Auftritt, muss ich schon sagen. Hat wirklich einen guten Auftritt. Wollten wir schon fast die Truhe da schnappen. Schaut ja definitiv nicht schlecht aus. Okay, ich habe mal eher erwartet, dass das so ein Zuckerhaus da jetzt vor uns ist, aber ja, es ist auch okay. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Wieso sind die eigentlich nur Kinder? Das ist eine gute Frage, gell? Also, sagt mir jetzt bitte, wenn ihr nur hier da seid, dann freuen wir aber jetzt schon. Was ist da los? Ich suche nach den Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexe? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen.
Wusstest du das nicht? Nur ihr. Ja. Na, ist sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Frauen haben Titten. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Geil. Machen wir mal das Erste und dann, also ich hoffe, dass die in Frage Mädchen, auch noch kommt. Das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr? Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hm? Also doch nicht so hier allein, ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Wer bist denn du? Du könntest hier von einer Sage abstammen. Hansi, Hänsel und Gretel oder was? Da bist du. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er 4 Tätzchen. Hüte was? Deine Zunge! Die Kinder was? Erzählen vielleicht Geschichten. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Ah, erst recht, wenn sie erst recht nicht die Wahrheit sagen. Du bist potthässlich. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Wir könnten ja danach suchen. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Da bin ich aber auch gespannt. Ich würde da definitiv danach schauen. Ganz ehrlich, weil das hat schon einen guten Ansatz. Das spinnen uns gleich wieder so mehrere Missionen, so wieder daneben, so dies, das, jenes, so wie bei unseren anderen Haberer da jetzt. Na gut, ich bin gespannt. Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihm was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde. So leicht lassen wir sich nicht abspeisen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Erst recht mit dieser Oma. Charaktereintrag hinzugefügt, Oma. Na, schauen wir mal. Was haben wir denn da drinnen? Also wenn ich mit der Schum schon der vielleicht. Hi. Bin schon wieder da. Travik, aber ja, müssen wir mit dem Travik reden oder darf ich da vielleicht was badeln? Ich nehme das einfach, gell? Oh mein Gott. Mit solchen verschwinden, was tun wir am besten? Ja, wir badeln sogar noch die alte Oma, Alter. Bist deppert. Das sind die Hexengangster, Alter. Nicht, dass die da irgendwas sagt, gell? Sagt ja leider mal was dazu. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Hm.
Fuhr eben du da trotzdem mit mir? Ich will nur wissen, wo ich Hansi finde. Hansi gibt's gar nicht. Geh fort. Geh fort. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Die macht's mir nicht.